verehrte Damen, sehr verehrte Herren, heute heißt es auf ein neues. Wir wagen es abermals. Wir spielen das schwierigste Aushalten in der Geschichte dieser Rubrik. Ein Aushalten, bei dem wir wieder unter keinen Umständen lachen dürfen. Die Regeln sind bekannt, einfach und humorlos. Jeder von uns hat ein großes Fun-Feuerwerk für den anderen vorbereitet. Abwechselnd werden wir uns die Scherzgänge servieren. Wer lachen muss, bekommt einen Minuspunkt. Gespielt wird exakt eine Stunde. Wer am Ende die meisten Minuspunkte hat, verliert. Als Lachen gilt jedes Geräusch, das in Kombination mit einem Grinsen aus dem Mundbereich entfleucht. Bock auf einen Tanz auf dem Lachvulkan? Richtig Bock. Ich kann sagen, dass bei mir heute relativ schwer wird mit dem Lachen. Also ich glaube, ich werde gar nicht lachen, aus dem einfachen Grund, weil ich privat sehr viel gelacht habe in letzter Zeit. Ich habe mich quasi vorbereitet, indem ich mich leer gelacht habe. Ich persönlich habe mich da hart drauf vorbereitet. Ich habe den großen Comedy-Olymp geguckt auf RTL. Also ich bin dieses Mal richtig staubtrocken im Herz und im Kopf. Ja. Angereist und so werde ich das heute auch durchziehen und es wird gnadenlos. Am heutigen Tag wird nicht gelacht. Heute wird gewonnen. Also, als amtierender Aushalten-Weltmeister im Müll. Da! Ich wollte gerade eine Anmoderation machen. Es wäre schön, wenn du wieder auf deinen Platz gehst. Was stehst du da? Also, komm, geh. Ich hab vor Schreck was gepupst. Was hast du? Ich hab vor Schreck was gepupst. Vor Schreck. Riesig. Tut mir leid. Bin ich mit der schlechtesten Laune heute Morgen aufgewacht. Das ist keine Chance. Bitte. Mensch doch. Ach, einfach ein schönes Tier. Wunderschönes Tier. Wie der sich hier in der Gegend bewegt. Wie der sich hier bewegt. Mensch doch. Traumexemplar. Ach Mann, das ist ein Scheißspiel. Oh, the good life. Full of fun seems to be the ideal. Yes, the good life. Hey girl, what's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm trying to beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. Stack, 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 stack it up, and I'm spending it all. When I throw, 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 throw it up, start twerking like. Ja, Hammer. Sicherer Lacher, ne? Sicherer Lacher. Oh Gott, das krieg ich nie wieder aus meinem Kopf. Na, und wie fandst du das? Du keine Sau. Es ist bizarr, ne? Dass du es alleine lustig findest, mich zu sehen, während Musik dieser Art läuft. Ne? Das reicht schon, das ne? Das reicht vollkommen. Ich weiß nicht, was das so lange dauert, ne? Aber es wird nichts bringen, ne? Jörg, hörst du? Hallo, hallo,
Mein Name ist Joko Winterscheid. Ich bin aus der Klasse 1b und ich sage jetzt das ABC auf. B. 7. Fahrrad. Ich bedanke mich, das war sehr schön. Ich hab meine Mutter verloren. Guck mal, hab ich getan in meinem Kopf. Das war wirklich das Allerletzte. Da möchte ich euch auch mal ins Gebet nehmen, weil da ist er nicht alleine drauf gekommen. Ne? Mich macht das nur noch traurig, wenn er da steht. Ne? Wirklich verzweifelt, im Todeskampf irgendwie probiert, noch einen Punkt zu machen. Ja, und natürlich dann zum Äußersten greift und sich komplett entblödet. Das werfe ich euch moralisch vor. Man muss ja hier alles, was man so halbwegs kann, muss man ja auch machen. Ne? Sonst wird das nichts. Ich habe sehr beschränkte Imitationskünste. Und die beziehen sich auch oft auf Leute, die gar nicht mehr so aktiv sind. Also ich bitte, das zu entschuldigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich heute mal an Sie wenden. Ich bin Staatsmann, ich bin Visionär, ich bin nach wie vor ein geschätzter Berater in internationalen Konflikten, aber ich habe auch private Sorgen, ne? Und für mich sind die auch ganz klar hin und wieder Chefsache. Ich suche nämlich eine Frau. Ich sag mal so, mit Mitte 60 ist die Wurst noch nicht vom Teller gezogen. Und deswegen gehe ich für einen Bundeskanzler AD ungewöhnliche Wege. Ich habe mir zum Beispiel mal ein Heft gekauft. Oh Gott. Da stehen Dinger drin, da muss ich sagen, also in meiner Jugend gab es das noch nicht. Zum Beispiel hier. Verwitwete und sexhungrige Hausfrau aus dem Raum Peine sucht einen fickrigen Jüngling zum Feste drücken und schieben. Willst du von meinem saftigen Donneräutern erschlagen werden, dann melde ich doch. Das steht doch nicht. Da legst, oh mein Gott. Da legst du die Ohren an, ne? Muss man sagen. Oder hier, auch nicht schlecht. Du hast es satt, dir täglich selbst den Kasper zu flapschen? Dann ruf mich doch an. Sei kein Dummbatz. Wenn du willst, lutsche ich dir auch deinen prallen Quellhoden. Mir wirft so leicht nichts aus der Bahn. Ich, die quirlige Gabi mit den mittelgroßen Ansaugstutzen, suche sensiblen Charakterkopf, der die Kunst beherrscht, mich zärtlich mit seinem massiven Brunsrüssel auszuwuchten. Extreme Dickeicheln erwünscht. Oh Gott, ja. Und da habe ich gesagt, da fühle ich mich angesprochen. Ja. So, ich würde sagen, das ist doch für jeden was dabei. Ja, ja. Meine Damen und Herren, wir sehen uns dann zur Neujahrsansprache. Wiedersehen. So. Sind wir fertig jetzt? Nee, so läuft das nicht. Wir müssen jetzt so lange warten, bis einer hier oben draufklickt. Ja, aber dann geht's erst weiter. Es muss jetzt jemand kommen, der sagt, das will ich sehen. Und dann sitzt du hier rum und wartest, oder was? Ja, so ist es halt. Ist halt, ne? Wenn du bei YouTube dabei sein willst, dann musst du halt manchmal. Ja. Halt, siehst, das ist eine Form von Aushalten. Das macht mich irre. Ich kann nicht den ganzen Tag rumsitzen. Ich habe auch noch andere. Du musst mich jetzt nicht, wenn du mich jetzt blöd von der Seite anmachst, ich kann nicht draufklicken, ich bin mit dir hier drin. Wenn ich jetzt zu Hause vom Rechner sitzen würde und uns da sehe, würde ich sagen, hier draufklicken, dann können wir weitermachen. Ich habe überhaupt nichts gegen Internet, ne? Aber es ist mir einfach zu langsam. Ständige Rumgesitze. Kann jetzt bitte irgendeiner... Kann man aus dem Internet raus telefonieren, weißt du das? Könnte man jemanden anrufen. Also wenn mein Modem läuft, ist bei mir zu Hause besetzt. Ja? Aber Handy? Wenn ich jetzt mit dem Handy aus dem Internet einen anrufe und sage, der soll da draufklicken. Ich glaube, grundsätzlich im Internet brauchst du Geduld. Aber nochmal, du hast meine Frage nicht beantwortet. Kann ich jemanden aus dem Internet anrufen? Und nur weil langweilig ist, musst du mir jetzt nicht irgendwelche sinnlosen Fragen stellen. Das Schöne ist ja,
Das muss man im Internet zugutehalten. Man hat ja wenigstens unbegrenzt sendet. So. Sind wir fertig jetzt? Nee, so läuft das nicht. Wir müssen jetzt so lange warten, bis einer hier oben draufklickt. Ja, aber dann geht's erst weiter. Es muss jetzt jemand kommen, der sagt, das will ich sehen. Und dann sitzt du hier rum und wartest, oder was? Ja, so ist es halt. Das ist halt, ne? Wenn du bei YouTube dabei sein willst, dann musst du halt manchmal... Ja. Halt, sie, das ist eine Form von Aushalten. Das macht mich irre. Ich kann nicht den ganzen Tag rumsitzen. Ich habe auch noch andere. Du musst mich jetzt nicht, wenn du mich jetzt blöd von der Seite anmachst, ich kann nicht draufklicken. Ich bin mit dir hier drin. Wenn ich jetzt zu Hause vom Rechner sitzen würde und uns da sehe, würde ich sagen, hier draufklicken, dann können wir weitermachen. Ich habe überhaupt nichts gegen Internet, ne? Aber es ist mir einfach zu langsam. Ständige Rumgesitze. Kann jetzt bitte irgendeiner. Kann man aus dem Internet raus telefonieren, weißt du das? Das könnte man jemanden anrufen. Also wenn mein Modem läuft, ist bei mir zu Hause besetzt. Ja. Aber Handy? Wenn ich jetzt mit dem Handy aus dem Internet einen anrufe und sage, der soll da draufklicken. Ich glaube, grundsätzlich im Internet brauchst du Geduld. Aber nochmal, du hast meine Frage nicht beantwortet. Kann ich jemanden aus dem Internet anrufen? Nur weil langweilig ist, musst du mir jetzt nicht irgendwelche sinnlosen Fragen stellen. Das Schöne ist ja, das muss man im Internet zugutehalten, man hat ja wenigstens unbegrenzt Sendezeit.